Das neue Buch Oldenburger Münsterland ist da. Auf 256 Seiten zeigen die Autoren Willi Rolfes, Matthias Niehus, Andreas Kate und Julius Höfmann Natur, Landschaft und Menschen, die mit ihrer Heimat verwurzelt sind. Das OM-Buch wird von den Verlagen der Oldenburgischen Volkszeitung und der Münsterländischen Tageszeitung herausgegeben und wurde offiziell im Kloppenburger Kreishaus vorgestellt. Unterstützt wird das Projekt von den Landkreisen Vechta und Kloppenburg. Das Porträt ist in den OV-Geschäftsstellen in Vechta, Lohne, Inklage und Damme erhältlich.